Hallo ihr Lieben, heute gibt es das versprochene Video zu den Alkoholhintergründen. Ich habe die alle verarbeitet zu Karten, bis auf diesen einen, der ist noch übrig geblieben. Wenn ihr sehen wollt, wie ich die Karten gestaltet habe, dann bleibt dran, ich zeige es euch in diesem Video. Als erstes bringen wir ein bisschen Folie auf diesen Hintergrund auf. Und zwar benötigen wir dafür einen Klebstoff, der nach dem Trocknen klebrig bleibt. Also erst trage ich den Klebstoff auf an die Stellen, wo ich den haben möchte. Dann, ganz wichtig, lasse ich ihn erst trocknen. Und dann kann ich die Folie draufdrücken. Wichtig, immer die schöne Seite nach oben. Und dann kann ich die abziehen und die Folie bleibt dann an dem Kleber haften und gibt ganz tolle Effekte. Ich hoffe, ihr seht es hier in der Kamera. Und dann möchte ich noch einen Stempel drauf machen. Und da das ja Jupo-Papier ist, nehme ich dafür Stayson, weil das auf jeden Fall dann gut trocknet. Ich habe mir hier aus dem Stempelset Dankesworte einen Spruch ausgesucht und stemmle den eben jetzt auf. Und wichtig bei dem Stayson ist, da ist so eine kleine Plastikkappe drauf. Die müsst ihr auf jeden Fall dran lassen, denn dadurch trocknet das Stempelkissen nicht so schnell aus. Ich nehme die dann immer ab und dann färbe ich mir ganz normal den Stempel ein. Und nach dem Stempel mache ich das eben gleich wieder drauf und danach erst den normalen Deckel. Und dann klebe ich das auf meinen Kartenrolling auf. Ich den EZ Runner Grand. Das ist quasi eine Klebemaus in groß. Den benutze ich gern, wenn ich eben viele Karten hintereinander mache, weil es dann eben auch schnell geht. So, hier zeige ich euch dann die fertige Karte. Ich hoffe, das kommt im Video gut rüber, wie die Silberfolie ganz toll schimmert. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Karte. Da habe ich mich für diesen Blumenhintergrund entschieden. Und zwar habe ich da mit einem weißen Genmarker und einem schwarzen Sharpie eben Punkte in die Mitte gemacht, sodass es noch ein bisschen mehr nach einer Blütenmitte aussieht. Und dann habe ich mir den Spruch nur für dich aus dem Stempelset Mini-Worte auf einen schwarzen Cardstock gestempelt mit Versamark. Davor habe ich es mit einem EK Powder Tool, also mit so einem Embossing Buddy quasi bearbeitet, damit die Statik ein bisschen vom Papier genommen wird. Und dann embosse ich mir das mit weißem Embossingpulver. Ich nehme da das von Wow, das Bright White Superfine. Also für Spruchstempel nehme ich immer gerne die Superfeinen, weil das dann einfach schöner aussieht. Ich bewahre mein Embossingpulver, zumindest das, was ich regelmäßig benutze, in so einem Make-up Organizer auf. Das sind dann so Schubladen. Da habe ich mir dann das Embossing Pulver reingeschüttet und beschriftet. Und dann muss ich eben nicht jedes Mal ja so ein Papier falten und es dann wieder zurückschütten. Das ist mir einfach zu umständlich und deswegen habe ich mich jetzt für diese Aufbewahrungsmöglichkeit entschieden. Das hatte ich mal in einem Video bei einer amerikanischen YouTuberin, glaube ich, gesehen und fand die Lösung für mich jetzt sehr gut. Den schneide ich mir dann noch aus und zwar wollte ich jetzt eben nur einen relativ kleinen Spruch, weil unten, da ist die Blütenmitte nicht so schön geworden, die wollte ich eben etwas verdecken. Deshalb schneide ich jetzt das so quasi an der Schrift entlang aus und klebe es dann mit schwarzen Schaumklebe Pads auf. Ich habe es extra schwarz genommen, weil das eben dann nicht so auffällt mit dem schwarzen Cardstock.
Und das klebe ich mir dann eben so drüber, dass es, wie gesagt, nicht so auffällt, diese unschöne Stelle. Und dann nehme ich noch transparente Harzperlen und klebe mir da noch drei Stück auf. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Tautropfen. Und dann ist Karte Nummer 2 auch schon fertig. Bei der dritten Karte habe ich mich für die Standsteile für immer entschieden. Die hatte ich ja in meinem Haul schon ausgestanzt und die dachte ich, kann ich jetzt gleich verwenden. Da die sehr, sehr filigran sind, klebe ich mir die mit so Mini-Klebepunkten auf. Und dann habe ich mir noch eine Schleife ausgesucht, die farblich passt. Die klebe ich dann mit mehreren Klebepunkten auf, weil ich eben nicht möchte, dass die ja, abfällt. Möchte ich noch einen Spruch aufstempeln. Und zwar ist der aus dem Set Mini-Pforte. Da überlege ich, mache ich ihn gerade, das gefällt mir dann aber nicht und dann entscheide ich mich dafür, dass ich mir den einfach ein bisschen gebogen auf meine Stempelhilfe drauflege, sodass ich mir den dann so ein bisschen geschwungen abstempeln kann. Dafür nehme ich so ein Mini-Stempelkissen in Anthrazit und nachdem ich das aufgestempelt habe, schneide ich mir das eben dann aus und klebe es dann mit 3D-Klebepunkten auf. Da achte ich jetzt drauf, dass ich die 3D-Klebepunkte eben so anbringe, dass sie neben der Schleife sind, damit sie quasi den Höhenunterschied etwas ausgleichen. Dann klebe ich mir das noch auf meinen dunkelgrauen Kartenrolling auf. Und dann ist Karte Nummer 3 auch schon fertig. Für Karte Nummer 4 habe ich mich nochmal für die Stanzformen für immer entschieden und habe die aber dieses Mal aus diesem bunten Jukopapier ausgestanzt. Ich nehme einen weißen Kartenrolling und trage dann mit dem und einem Blendingpinsel ein bisschen Farbe auf in die Mitte der Karte. Und dann klebe ich mir eben diese Stanzteile auf. Für den Spruch habe ich mir überlegt, dass ich mir so einen Banner drüber mache. Da habe ich mich dann auch wieder für einen Spruch aus dem Stempelset Mini-Pforte entschieden. Den stempel ich dann einfach auf so ein größeres Stück Cardstock auf und schneide mir den dann mit meinem Hebelschneider zurecht. Ich achte eben darauf, dass der Abstand oben und unten gleich ist. Das sehe ich anhand der Schiene, wenn ich mir die mit dem gleichen Abstand eben ja, reinschiebe in meinen Hebelschneider, dann habe ich unten und oben den gleichen Abstand. Dann klebe ich das mit 3D-Klebepads auf die Karte auf. Drehe sie dann auf die Rückseite und schneide noch die Überstände ab. Dann verwende ich noch die matten Harzperlen in Fichte bzw. Perlgrau in dem Fall. Das ist in einer Packung enthalten und klebe da dann noch drei Stück auf die Karte drauf. Und dann ist die auch schon fertig. Als nächstes habe ich mir meine Bütten Randstanzen genommen und habe da eben aus dem Kartenrolling aus der Vorderseite ein Fenster ausgestanzt. Dann nehme ich das transparente Jupo-Papier, das ich gestaltet habe mit den Alkoholinks und klebe das eben auf die Innenseite ein. Dafür verwende ich doppelseitiges Klebeband, weil man das eben ein bisschen durchsieht. Und es gibt dann, finde ich, ja, sieht es dann schöner aus, als wenn man jetzt diesen EZ-Warner nimmt. Und dann klebe ich das eben ein und drücke es ordentlich fest, das Klebeband vorher. Und dann klebe ich auf die Vorderseite dieses eine Stanzteil, das noch übrig war, auf.
Dann war da noch so ein kleines Efeu-Stanzteil übrig, das habe ich mir ein bisschen gekürzt und dann auch aufgeklebt. Dafür verwende ich den Stick-to-Way Glue, diesen Klebestift, weil es eben sehr filigrane Stanzteile sind und dann klappt es sehr gut. Man muss es nur ein bisschen andrücken und eben dann warten, bis der Kleber angezogen hat, vor allem eben auf diesem Jupo-Papier, weil das ja Plastik ist. Da ich jetzt die Vorderseite so schön finde und ja, die jetzt irgendwie nicht mit dem Spruch verdecken möchte, entscheide ich mich dann in dem Fall, dass ich den Spruch auf die Innenseite der Karte stemple. Das sieht man auch nicht durch, nicht so stark. Und dann ist auch diese Karte schon fertig. Für die nächste Karte habe ich das Designpapier aus der Reihe Blumengarten verwendet und auch die Konturenfiguren. Und da habe ich mich dafür entschieden, dass ich diesen Schmetterling auf das Vellumpapier aufklebe und dann ausschneide. Ich klebe den allerdings dann auf die Karte nur in der Mitte fest. Da gebe ich dann ein doppelseitiges Klebeband drauf, damit es auch richtig gut klebt. Und die Flügel lasse ich eben ja, frei, damit es eben aussieht, als würde der Schmetterling fliegen. Dann nehme ich noch einen Spruch aus dem kleinen Stempelset Zitate 2, stempel den dann mehrfach ab. Ich zeige hier auch nochmal das Stempelset. Also dieser Spruch ist tatsächlich so distressed quasi, also der wird nicht vollflächig gestempelt. Das ist auch kein Fehler, das gehört so. Und nachdem ich den aufgestempelt habe, stanze ich den dann mit meiner Handkreisstanze aus, klebe es mit in dem Fall 3D-Klebeband auf. Für diese große Fläche wollte ich jetzt nicht diese Mini-Klebepads benutzen. Sondern habe jetzt eben das Klebeband verwendet, weil es schneller geht. Und dann nehme ich noch die Harzperlen und klebe da noch drei drauf. Bei der dritten kann ich mich irgendwie nicht entscheiden, ob ich sie innen haben will. Da dauert es ein bisschen länger, bis ich mich entschieden habe. Aber dann ist auch diese Karte fertig. Und jetzt sind wir auch schon bei der letzten angelangt. Da habe ich auch wieder diesen Two-Way Glue aufgetragen auf die Blütenmitte und zwar so Punkte. Habe es dann trocknen lassen und habe dann eine goldene Folie verwendet, habe die eben wieder aufgedrückt, beziehungsweise dann auch mit der Walze gut angedrückt. Und dann wollte ich am Rand eben auch noch Gold haben, deswegen habe ich dann so ein 3 mm breites doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Möglichst gerade. Und ja, das ziehe ich dann eben ab und drücke die Folie drauf. Und dann wollte ich für den Spruch eben genau den gleichen Goldton haben. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, diesen Stempel aus dem Set Dankesworte mit Wörsermark aufzustempeln. Und verwende dann den Bonding Powder. Das ist ein Embossing-Pulver, das klebrig wird, wenn man es erhitzt. Und dann bleibt eben die Folie da drin kleben. Dann nehme ich jetzt einfach den Embossing-Föhn und lasse es heiß werden und ja, drücke dann die Folie auf. Ihr seht auch, wenn der ja, Abdruck beim ersten Mal nicht perfekt wird, dann kann man nochmal die Folie eben andrücken bzw. nochmal das Pulver erhitzen. Ich klebe mir die Karte dann auf meinen Kartenrolling auf und schneide dann an der einen Seite den Überstand ab, weil da ist das Klebeband ein bisschen schief geraten, aber das fällt jetzt im Nachhinein dann gar nicht mehr so auf. So, das war dann auch schon die letzte Karte. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal. Ich zeige dir jetzt im Anschluss nochmal alle fertigen Karten und würde dich bitten, dass du mir in die Kommentare schreibst, welche dir davon am besten gefällt.
Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist und mir vielleicht einen Daumen hoch gibst. Bis bald!